Moin Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Video. Wir gucken uns heute gemeinsam das Raubtier der Dimensionen an und zwar für den Monat Juli 2022 und wir sehen das Ganze jetzt in diesem Monat in Illunia. Illunia ist der Dungeon, wo ihr nur Monster desselben Attributs benutzen könnt. Das heißt, dass es vielleicht auch für die Anfängerspieler, die noch nicht so einen großen Monsterpool haben, in diesem Monat vielleicht ein bisschen mehr tricky sein kann. Allerdings an der Schwierigkeit im Raubtier ändert sich nicht so viel. Wir haben heute wieder die Ehre, das Raubtier von dem guten Tyson zeigen zu lassen. Das heißt, der Kollege, der im letzten Monat schon so die besondere SW-Erfahrung uns mitteilen durfte, heute könnt ihr auch wieder auf ein sehr neues und einfallsreiches Team gespannt sein. Und ich würde sagen, wir starten rein. So, und auf Wunsch von Tyson sollte ich hier nochmal den guten Ureinwohner hier einen YouTube-Kommentar einblenden, wo hier die Frage war im letzten Video, ob man nicht mal ein Team zeigen kann, wo es möglichst kein Wordle-Heal und nicht die typischen Meta-Teams gibt fürs Raubtier selber. Darauf hat er auch selber geantwortet und wir antworten jetzt sozusagen mit dem Video gemeinsam nochmal und werden jetzt in dem Team, was jetzt gleich noch kommt, genau so ein Team, was hier gewünscht ist, ein nicht so meta-lastiges Team zeigen. Ich glaube, das Team, was wir jetzt gleich sehen werden, ist alles, aber nicht meta. Und bevor ich euch noch länger auf die Folterspanne, starten wir rein in das Raubtier selbst. In diesem Monat hat sich der gute Tyson für ein Dunkelheitsteam entschieden. Wir sehen hier den guten Aegir, Deborah, Dragunov, Shige und Haken. Haken mittlerweile schon wieder im zweiten Monat hintereinander. Etabliert sich hier langsam vielleicht ein Meta-Team? Wir wissen es nicht. Wir starten auf jeden Fall mal rein und gucken uns die Runen an. Wir sehen hier Aegir auf einem Doppelkampfgeist-Wille-Bild, Speed, Crit, Rate und HP. Okay, dann sehen wir hier Deborah im Schnelldurchlauf einmal auf Doppelkampfgeist Wille, wieder mit Speed, mit Crit-Rate und mit ACC. Okay, wahrscheinlich damit sie mehr debuffen kann auf Skill 2. Die Artefacts sind, glaube ich, völlig egal, die sind nur für Stats da, wenn überhaupt. Dann sehen wir hier noch auf Attack, Crit-Rate und Attack, wieder Doppelkampfgeist Wille, den guten Dragunov. Wieder auf irgendwelchen Stats. Wir sehen Shige und jetzt nicht wundern, der kommt gleich zweimal. Attack. Oh, Crit-Rate mit 1%. Ah ja, okay. Attack, Crit-Rate, Attack wird es wahrscheinlich sein. Genau, Doppelkampfgeist Wille. Hier sehen wir teilweise noch sehr antike. Er klickt jetzt nochmal auf Shige, nicht wundern. Wir lassen das einfach so durchlaufen für alle, die nicht aufgepasst haben. Attack, Crit-Rate und Attack. Hier sehen wir sogar noch an der Stelle Speed unter Unfähigkeit als Sub-Eigenschaft. Diese Sub-Eigenschaft gibt es gar nicht mehr im Spiel. Also hier nochmal ein historisches Artefakt. Ja, wunderbar. Und wir gehen weiter und sehen den guten Haken, der auf Attack, Crit-Rate und auf HP ist. Dann hat er auch geschrieben, hier inspiriert durch den Kommentar von dem guten Ureinwohner, den wir gerade schon mal gezeigt haben. Heute mal ohne Meta-Monster. Bei Haken wird ja bald Meta, Alter. Würde hier Bale, Khaki, Crow oder Lucian sind hier nicht dabei, aber trotzdem andere Monster. Und ihr habt ja gesehen, die Stats auf den Monstern sind ziemlich trash. Und ich würde sagen, wir springen mal rein und gucken, wie das Ganze so läuft jetzt im Raubtier selbst. Wir starten rein in das Raubtier selber und wir können mal so ein bisschen darüber reden, welche Monster wir hier so haben. Und bevor wir uns jetzt durch die Trash Raves so durcherzählen, würde ich nochmal sagen, gehen wir nochmal so auf die einzelnen Monster ein bisschen ein, die ihr vielleicht doch nicht so kennen solltet. Der gute Dragunov hier kann ja in seine Pose reingehen und, also der Sniper in Dunkel, kann sich in seine Pose stellen und kann dadurch mehr Schaden machen. Und wenn er quasi anfängt, Leute zu töten, dann kommt er wieder direkt in seine Pose und bekommt Angriffsbalken. Und zwar, ich glaube, ca. 50%. Das bedeutet, ihr könnt hier mit Dragunov ganz gute Sachen machen. Wir haben jetzt den Attack-Buff gleich drauf auf Dragunov auch noch. Und wir werden jetzt links den Damage auf der Lysorin, heißt sie. 467.000 Damage hat jetzt Ding jetzt gerade gemacht. Okay, er ist wieder in die Pose zurück. Macht wieder Schaden. Wieder in die Pose zurück. Artenai ohne Defense Break aus dem Leben geholt. Das war auch ziemlich krass. Wir sehen hier, er hat sich am Anfang nicht für den Vampir-Buff entschieden. Das hätte er wahrscheinlich ein bisschen mehr Leben vielleicht haben können noch auf Haken und Deborah. Wir machen weiter. Und weiter Dragunov-Sachen. Jetzt einmal rein. 300.000 auf der Shannon. Und weiter geht's. Was haben wir hier? Zack, 112.000 auf der Shannon. Wunderbar. Und der geht immer wieder in seine Pose zurück. Wir sehen hier noch, dass er sich so ein bisschen noch gefragt hat, ihr könnt ja mal an der Stelle pausieren, wenn euch interessiert. Der gute Mann hat noch geschrieben, er hätte sich hier viel mehr für eine Immunitätsunit noch entschieden.
als was er jetzt gerade so zur Verfügung hat. Aber die Premium, die Immunitätsmonster im Dunkelheitselement sind ziemlich Premium und deswegen, ja, woher die Kraft? Wir haben jetzt sicher reingestartet mit dem Buff-Block auf links, nicht auf rechts. Auf rechts einen Buff-Block zu machen ist ein bisschen useless, weil ihr The Chilled, was sich dieser rechte Boss geben kann, das sorgt dafür, dass jegliche Debuffs runtergeklänzt werden. Deswegen hat er hier die Debuffs einfach auf das linke Monster gepackt und wir gehen rein. Ihr seht auch, der Schaden, der bisher passiert ist, ist recht solide. Und jetzt werden wir gleich sehen, wie Dragunov auch noch so ein bisschen Schaden macht. Und auch allerdings der Damage von Shige, dem Samurai hier in der Phase, ist wirklich gut. Vor allem, wenn die Debuffs drauf sind. Und gerade wenn ihr Deborah dabei habt, die dunkle Runenhammer-Schmiedin, sorgt das dafür, dass ihr quasi, dass eure Debuffs deutlich effizienter werden, vor allem auch der Defense Break dann hier mehr als normalerweise Impact hat. Wir sehen jetzt recht risky, dass er auf das Schild immer wieder einhämmert und wenn ihr das macht, dann seht ihr auch, dass der Gegner anfängt zu counterattacken und euch Defense Breaks verteilt. Er scheint allerdings bewusst in Kauf genommen zu haben und jetzt wird das Ganze wieder mit Haken runterklänzen, Dragunov in die Stellung bringen. Und jetzt darauf warten, dass Shige wahrscheinlich eine Runde bekommt. Und zwar vor allem gehe ich mal davon aus, dass er seine vierte Fähigkeit bald mal auslöst. Weil ich glaube, die vierte Fähigkeit von Shige sorgt dafür, dass jegliche schadensreduzierenden Effekte ignoriert werden. Damit auch der Defense-Buff aus meiner Sicht von dem rechten Monster hier. Er versucht hier schon so ein bisschen, er gestikuliert hier schon über den Defense-Buff. Und wir haben jetzt, wenn ihr jetzt mal ein bisschen guckt, wir haben jetzt die vierte Fähigkeit vom Samurai aktiviert. Also der leuchtet jetzt so besonders und die werden wir gleich auch noch brauchen. Und ihr werdet auch gleich sehen, oh, ist gerade ein echt enges Match. Hier ist ein echt enges Match. Dragunov auf links heilt sich wieder fast halb HP hoch. Wunderbar. Und wir brauchen jetzt hier wirklich, wir müssen jetzt an der Stelle fast auch killen, sonst wird es echt schwierig. Kommt Shige gleich noch ran. Jetzt müsste, glaube ich, Shige gleich mal die Lichter ausknipsen, sonst wird es echt eng, gerade was die Haken-HP angeht. Ein Hoch auf S4 und zack, damit ist das Thema durch. Mit dem S4 alle getötet. Wir starten hier jetzt rein. Diesmal startet er mit dem Blutpakt, wunderbar. Genau, Attack-Buff drauf und jetzt geht er zuerst auf Ganymede. Das hätte ich zum Beispiel nicht gemacht. Ich hätte jetzt, also ich habe mich immer in meinen Rift-Biestern, habe ich mich immer für Shran entschieden, weil die schon... Die kann schon Damage drücken und die anderen beiden Supports, die drei Supports, die da rumstehen mit Ganymede und Drakuni, die sind eigentlich ziemlich irrelevant. Er hat sich jetzt wenigstens dafür entschieden, die beiden auch zuerst rauszunehmen. Wunderbar. Ja, und jetzt ist hier, glaube ich, ziemlich schnelle Durchgehen. Da muss man nicht viel machen und ich glaube, wir können jetzt hier drüber springen und wir gehen einfach mal direkt in die Bossphase rein. In der Boss-Etage sehen wir auch, dass wir jetzt das erste Mal beim Boss sind. Also das heißt, er hat hier auch schon, er hat einige Versuche hier mal gebraucht gehabt. Wir sehen das am Ende vielleicht nochmal kurz. Und wir sind jetzt das erste Mal am Boss. Erste Mal am Boss und wir starten rein. Erstmal die Wille-Runen sind ziemlich wichtig und wir starten jetzt rein mit den Buff-Blocks und mit dem Vampir-Buff. Vor allem der Vampir-Buff ist hier wichtig, damit ihr irgendwie am Leben bleibt, weil ihr seht ja, könnt ja unschwer erkennen, wir haben keinen Heiler dabei. Keinen einzigen Heiler, wir müssen bloß mit dem Vampir-Buff hier irgendwie um uns schlagen. Und so machen wir das jetzt auch auf Aufwärtshaken hier oder die Haken. 160k ohne S2 haben wir jetzt so gerade gedrückt auf den guten Dragunov. Ich glaube, die Einblendung kam ein bisschen zu früh. Er meinte, glaube ich, Dragunov und nicht Haken. So, und jetzt, wir werden aber sehen, Dragunov wird jetzt in diesem Raubtier noch eine extrem krasse Rolle spielen. Also grundlegend, ihr drückt hier auch vor allem so viel Schaden, weil Deborah dabei ist. Wenn Defense Breaks drauf sind, macht Deborah die Defense Breaks deutlich effizienter, einfach durch ihre Anwesenheit. Und dann natürlich Attack Buffs noch drauf. Und Dragunov wird auch gleich richtig witzig werden. Ihr seht jetzt schon mal gleich einen Vorgeschmack auf Dragunov, wenn er gleich den Damage macht und hier die ganzen Gegner aus dem Leben haut, wird es ziemlich witzig. Wir müssen bloß noch gucken, dass vielleicht nochmal ein Defense Break drauf ist, aber ich glaube, ihr braucht auch nicht zwingendermaßen einen Defense Break. Ihr könnt übrigens mit der ersten Fähigkeit von dem Dings, von dem Shige auch Defense Breaken, so dass er quasi zwei Defense Breaks hat. Und jetzt kommt die Pose, hat er gesagt, und zack, uff, ist der gegnerische Aegir einfach dead und wir werden jetzt wahrscheinlich, wir haben wieder Angriffsbalken bekommen mit Dragunov und können jetzt auch hier nochmal zack für 48.000 den Gegner aus dem Leben holen. Und jetzt im Raubtier, jetzt am Raubtier wird der Schaden gleich richtig stupide, Freunde, richtig stupide. Ihr werdet es gleich sehen. Wir brauchen einen Defense Break auf Deborah oder nicht auf Deborah, aber mit Deborah. Defense Break hat nicht getroffen und
Wir haben jetzt die erste Fähigkeit von Shige benutzt, einfach für den Defense Break. Gar kein Problem, währenddessen hier irgendeine Einblendung kommt. Alles klar, perfekt. Jetzt der Aufwärtshaken oder der Auf- und Ab-Angriff da von dem guten Haken. Und jetzt einfach mal 481k gedrückt mit dem Raubtier. Holy Schmidt. Alter, das war ziemlich viel Schaden. Aber ich kann euch sagen, das war noch nicht alles. Da wird noch was passieren in der letzten Phase. Da wird noch was passieren mit Dragunov. Also Dragunov macht hier gleich ein richtig böses Bild, kann ich euch sagen. Zumindest was Single-Target-Damage angeht, für so ein Dunkelheitsteam ziemlich witzig. Aber natürlich ein Toy. Ich habe jetzt erst gecheckt, dass der Samurai Deathbreak auf S1 hat. Willkommen im Spiel, gar kein Problem. Das wusste ich tatsächlich. Aber was ich zum Beispiel nicht so häufig mal drauf habe, sind dann irgendwie der Skill 4 von dem Shige. Der ist mir so gar nicht mehr im Blick, weil welches Monster hat einen Skill 4? Ja, also, I mean, Skill 4 sind ja so komplett nicht relevant in dem Spiel. Aber okay, wir töten jetzt die Deborah weg. 175k, what the fuck. Und gehen jetzt in die letzte Phase. Und jetzt in der letzten Phase haben wir ja noch den Raubtier-Buff, kann man sagen. Oder den Fluch des Raubtiers drauf. Wir müssen jetzt nur den Defense-Break treffen. Und dann schaut euch gleich mal an, was passieren wird. Hammerschlag der Schwächung. Defense-Break ist drauf. Jetzt mit Shige einfach den S3 auslösen oder S2, völlig egal. Und jetzt erste Fähigkeit. 943k. Boss weg. 943k. Der Damage-Bruder, der war so wild. Ja, Dragunov hat ja an der Stelle mal kurz das Raubtier beendet. Also, er hat Leben beendet. Das ist wirklich, wirklich zu Ende einfach an der Stelle. Der Raubtier kommt doch nicht mehr wieder nach so viel Schaden. Hier ist nochmal die Runenauswahl. Bei der Runenauswahl nochmal ein kurzer Hinweis aus meiner Sicht. Ich glaube, die beste Rune, die man sich hier entscheiden könnte, ist die Nemesis-Rune. Auf Platz 2 kommt die Wille-Rune, denke ich mal. Und viel mehr Auswahl hat man dann, glaube ich, gar nicht. Es gibt Leute, die haben sich noch für die Qual-Rune ganz links entschieden, die wir jetzt gerade nicht sehen. Aber ich persönlich würde entweder auf Nemesis oder auf die Wille-Rune gehen. Er hat sich jetzt hier für die Wille-Rune entschieden, vielleicht für Kaki oder einen Bomber oder sowas in der Richtung. Kann man das durchaus mitnehmen, hat man nochmal eine Wille-Rune mit Attack. Okay, dann sehen wir jetzt nochmal ganz kurz zum Ende, kann ich euch auch noch sagen, nachdem wir hier die ganzen Sachen eingekollektet haben. So wie wir das jetzt gesehen haben in dem Raubtier, hat natürlich nicht sofort funktioniert. Ja, es hat nicht sofort funktioniert und der gute Tyson wird uns jetzt auch nochmal gleich zeigen, wie das normalerweise so aussah, bevor wir jetzt diesen finalen Versuch gesehen haben. Also der eigentliche Endgegner in dem Raubtier mit dem Team aktuell waren die Minibosse. Die Minibosse, also nicht das Raubtier selber. Ihr habt ja gesehen, das erste Mal im Raubtier hat es ja sofort funktioniert, sondern diese Minibosse hier sind das, was wahrscheinlich nicht nur den guten Tyson, sondern auch viele andere Spieler immer so ein bisschen vor Verzweiflung bringt, sich an den Brüdern hier vorbeizuschleichen. Ich glaube, die sind die typischen Türsteher, wie von der Diskothek, an denen kommst du nicht vorbei. Ne? Das ist so, wo du so denkst, du kommst hier nicht rein. Und ja, die machen hier die richtige Gesichtskontrolle vorneweg. Und wir sehen jetzt schon, wir sind mittlerweile bei Versuch Nummer 5. Und ich kann euch sagen, das Ganze wird noch 2 bis 3 Versuche länger gehen. Versuch Nummer 6 sind wir mittlerweile schon. Hat hier funktioniert. Jetzt kommt der Angriff vom linken Bruder und ja. Das war das aus dem Versuch Nummer 6 gewesen. Wir haben insgesamt schon wieder raus. Wir haben insgesamt 8 Versuche. Ich finde es ganz witzig, wenn anderen das passiert und mir nicht. Also ich weiß nur, das ist der letzte Versuch, Leute. Schon wieder ist es Raubtier durch und er klickt hier auf Beenden. Und damit ist es defeated. Wir sind einmal durch. Das war das Raubtier an sich. Es hat sich das Video wieder neu gestartet, aber soll euch nicht weiter stören. Wir sind durch mit dem Raubtier. In diesem Monat. Das war das Raubtier vom guten Tyson in diesem Monat. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen und habt gesehen, zumindest ein paar Monster, die man lange nicht mehr gesehen hat. Dragunov hat hier, glaube ich, ein richtig gutes Debüt gehabt und konnte sich mal so richtig in Szene setzen. Krasser Damage, weil der gute Mann hier natürlich in Kombination mit Deborah und einigen Kampfgeist-Sets hier so auspacken kann. Ihr habt wieder gesehen, man braucht keine krassen Runen an sich, sondern hier geht es vor allem darum, die richtigen Werte auf den Monstern zu haben, mit Crit-Rate vor allem und vielleicht auf den Debuffern ein bisschen ACC. Viel mehr ist es nicht, Leute, in diesem Monat. Das war ein Dunkelheitsteam. Wenn ihr es einfacher haben wollt, entscheidet euch für ein Windteam. Ich glaube, gerade mit Lucian, mit Naomi, die Naomi kann übrigens auch ziemlich hart Schaden drücken, und anderen Windmonstern kommt ihr ja auch recht solide durch. Und mit dem Windteam habt ihr noch den Vorteil, dass ihr Attributvorteil habt und damit wahrscheinlich weniger Dots abbekommt und all so eine Späße. Also, just saying, falls ihr nicht auf diese Hardcore-Variante von Tyson steht,
checkt einfach mal das Win-Team aus. In dem Sinne, Leute, ich bin raus für heute. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Ciao.